Viel Spaß bei Marienhof im Ersten wünscht Cook with Friends von Maggi. www.cookwithfriends.de. Es wird viel passieren. Und? Sie stellen mir ein Ultimatum. Wenn ich in der nächsten Woche nicht da bin, dann fliege ich. Aber du kannst nicht gleichzeitig im Wilden Mann und im Hotel sein. Danke, das weiß ich auch selber. Aber es muss doch irgendeine Lösung geben. Es muss. Jetzt hab dich mal nicht so. Du hilfst mir und ich helf dir. Hat doch jeder was davon. Sicher. Und wehe, du hältst dich nicht an unsere Abmachung. Du denkst zu viel. Lass dir nicht zu viel Zeit mit dem Geld. Carina, ich bin's, Luna. Ich hab das Geld. Du kannst es dir morgen im Fitnessstudio abholen. Und dann verschwinde endlich. Ich bin dann weg. Ist das meins? Warum will Luna dir Geld geben? Und warum sollst du verschwinden? Es geht dich gar nichts an. Was soll das? Was läuft da zwischen dir und Luna? Ich muss dir überhaupt nichts sagen. Ach ja? Hör mal, Lisa. Das ist eine uralte Geschichte. Und ich gebe dir den guten Rat. Halt dich da raus. Carina! Es ist mein voller Ernst. Was wäre denn so schlimm daran, wenn ich später mal den wilden Mann übernehme? Oder traust du mir das etwa nicht zu? Toni, du weißt genau, dass ich dir alles zutraue. Aber mit einer Ausbildung zur Hotelfachfrau hättest du später auf dem Arbeitsmarkt viel einfach... Viel mehr Perspektiven, bla bla bla. Ja. Mensch, Sven, es geht um meine Eltern. Kapierst du das nicht? Es war einfach viel zu viel für sie in letzter Zeit. Mamas Krankheit, Felis Tod, Dino ist abgehauen. Meinst du, ich möchte zusehen, wie sie langsam aber sicher vor die Hunde gehen? Toni, das verlangt auch gar niemand von dir. Aber deine Eltern werden oder müssen für ihre Probleme eigene Lösungen finden. Ich bin noch die Einzige, die noch da ist. Ich muss eins von beiden absagen. Meine Eltern verlassen sich auf mich. Ich kann sie doch nicht einfach so im Stich lassen. Und was ist mit dir? Denk doch auch mal an dich. Mensch, Sven, ich werde schon irgendwo wieder eine Lehrstelle finden. Glaubst du wirklich, dass das so einfach ist? Du weißt, wie schwer es war, diese eine Lehrstelle zu finden. Danke für deine Unterstützung. Mach es mir doch nicht noch schwerer, als es sowieso ist. Denk doch auch mal an mich. Toni, das tue ich die ganze Zeit. Mensch, Sven, meinst du, mir macht es Spaß, die ganze Zeit mich zu Tode zu schuften? Herrgott noch mal! Hey, du arbeitest ja noch. Kai war vorhin hier. Echt? Hm. Wir haben uns versöhnt. Wirklich? Ja, und ging das von ihm aus? Also kommt er jetzt damit klar? Ja, ich denke schon. Und wie geht's dir?
Wie geht's mir? Besser. Irgendwie erleichtert. Was hältst du davon? Ich zieh mir was an und dann gehen wir noch ein bisschen weg. Oder auch morgen, so eine Art Ablenkungstherapie für dich. Das ist lieb, Kathi, aber im Augenblick nicht. Weißt du, das Ganze muss sich ja erst mal setzen. Ich dachte nur, dass... Es war ein anstrengender Tag. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich wollte gerade. Ja, aber ich wollte noch vor dem Mittagessen fertig sein. Also ich verstehe jetzt nicht, was er hat, aber egal. Du warst halt länger als ein Model. Ja, und ich sehe auch besser aus als die meisten. Da hat er allerdings recht. Komm, wir müssen. Bis später. Ja, seid ihr heute Abend hier? Ich muss natürlich anonym. Ich glaube, ich habe Überstunden wegen dem Jahresabschluss. Wieso wolltest du etwa kochen? Nee, nee, nur so. Okay. Gut. Ciao. 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 Für mich wird's auch Zeit. Ich habe keinen Bock, noch über die Mittagspause im Wehrersatzamt rumzuhängen. Wir warten schon auf dich. Du sag mal, meinst du, ich krieg den Job nach Vorlilis Entlassung? Ja, sicher. Wenn sie sehen, wie wichtig dir die ganze Sache ist, klar. Morgen. Morgen. Toni, möchtest du dich nicht ein bisschen zu uns setzen? Ich hol den Kaffee. Ich muss sofort los, ciao. Was hast du denn verbrochen? Gar nichts, ich mache mir nur Sorgen. Das sollte ein Witz sein. Ha, ha, ha. Was ist denn los? Mein Gott, Toni reißt sich den Arsch auf. Heute Morgen ist er 3:30 aufgestanden, um irgendwelche Arbeiten für die Berufsschule zu machen. Dann schmeißt du noch den wilden Mann. Und ich. Aber es lässt sich auch nicht helfen. Was ist mit Oma Maldini? Die kommt doch sonst auch immer alle Nase lang nach aus Italien. Nee, die muss babysitten bei Luca. Ja, und warum sperrt Toni den wilden Mann nicht einfach zu, bis ihre Eltern wieder da sind? Keine Chance. Der Laden geht doch nicht pleite, nur weil er mal eine Weile zu hat. Marlon, darum geht's gar nicht. Warum denn dann? Ja, sie möchte ihre Eltern nicht enttäuschen. Aber das kann so nicht weitergehen. Was willst du jetzt machen? Ja, heute ist Ruhetag. Und heute Abend mache ich mit Toni ein gemütliches Essen. Also mit Kerzenschein, langsamer Musik. Genau. Und als Nachtisch führe ich mit ihr ein ernsthaftes Gespräch. Das hat bei mir nie funktioniert. Nee, es ist ein super Plan, echt. Das ist ein klasse Plan. Und sag mir jetzt nicht, du arbeitest hier. Ich wollte nur... Oh Mann, Raul. Ich weiß, es ist hart für dich. Aber Luna hat dich verlassen. Du musst dich endlich damit abfinden. Ja, du hast recht. Das war eine dumme Idee. Du, ich muss gehen. Bis später, ja? Ciao. Ja, bis später. Hey, Sandra. Schön, dass du da bist. Hey. War das Raul? Mhm. Was wollte der? Mhm. Hallo. Geht's? Wie soll's mir schon gehen? Mir tut alles weh. Die Leute behandeln mich wie eine Aussätzige. Und wenn ich nach Hause komme, dann sind die Schulferien vorbei. Perfektes Timing. Blumen. Danke. Die von Marlon, die können eh weg. Reiß mir bitte den Apfeleimer. Dieser Trottel denkt echt, dass er damit bei mir durchkommt. Aber nein. Die kommen jetzt weg. Wir reden bitte über was anderes. Was ist denn los? Andrea,
Andrea? Ich mag sie einfach voll. Ich habe mich in sie verliebt. In Andrea? Ach komm, was findet ihr denn alle so toll an der? Sie ist voll nett. Ja, aber ich meine, sie ist schon über 30, ne? Ja, na und? Und sie war mit meinem Vater zusammen. Ja, ich weiß. Ich habe sowieso keine Chance bei ihr. Was will sie denn mit so einem kleinen Mäuschen wie mit mir? Hey, du bist kein Mäuschen. Vielleicht ein Mauerblümchen. War ein Scherz. Wieso? Du hast doch selbst gerade gesagt, dass sie viel zu alt ist. Ja, und? Ich meine, du siehst gut aus, du bist intelligent. Naja, meistens zumindest. Sie kann echt froh sein, dass jemand wie du sie toll findet. Verarschen kann ich mich selbst. Jetzt mal im Ernst. Meinst du wirklich, dass ihr zusammenpassen würdet? Sie ist viel älter als du. Ja, aber sie hat mir Sachen anvertraut, die hat sie sonst noch niemandem erzählt. Scheint ja wirklich was Ernstes zu sein. Ehrlich gesagt, ich bin jetzt wirklich einfach nur erleichtert. Auch wenn das so eine, Entschuldigung, so eine beschissene Wahrheit ist. Es war bestimmt schwer. Tja, aber doch was Gutes. Mit Andrea habe ich mich jetzt ausgesprochen. Und wir haben das Thema endlich, endlich vom Tisch. Na, Gott sei Dank. Du, Anne, machst du mir bitte noch zwei Bier und eine Apfelsaftschorle? Hier für die Brüche. Ah, danke. Alles, ich mach das. Ah, oh, das ist lieb. Ach, Benni. Frau Bund? Ja? Fertig, Salat. Oh, das ging aber schnell. Danke sehr. Tschüss. Ciao. Also. Oh, ganz schön was los hier. Ja, aber halb so wild, das schaffen wir schon. Heute Abend ist ja Gott sei Dank zu. Ja, aber es ist schon ein bisschen viel für dich. Ach, das geht schon. Ich muss noch ein bisschen was für die Schule tun. Das muss ich unbedingt heute Abend abschicken und dann mal sehen. Vielleicht einfach mal nichts tun. Hortus? Guten Tag, Garcia hier. Ist Frau Selig zu sprechen? Tut mir leid, aber Frau Selig wohnt nicht mehr hier. Schon eine ganze Weile. Oh, das ist ja blöd. Sie ist schon vor einiger Zeit ausgezogen. Wissen Sie, ich versuche gerade ein Klassentreffen zu organisieren und da... Ein Klassentreffen? Oh, ich weiß, es ist immer viel Arbeit. Das habe ich selbst vor 2 Jahren gemacht. Da hatten wir 20-Jähriges. Mhm. Frau Selig hat mir damals zwar die Wohnung übergeben, aber... Wissen Sie vielleicht, wo ich Sie erreichen kann? Leider, irgendwie war das merkwürdig. Sie hatte es eilig, Frankfurt zu verlassen. Sie wollte erst noch eine Ablöse für die Küche, dann hat sie sich aber nicht mehr gemeldet. Aha. Ja, okay. Vielen Dank und entschuldigen Sie die Störung. Kein Thema. Viel Glück mit dem Klassentreffen. Ja, danke. Wiederhören. Oh, danke, Inge. Ich habe schon so lange keine Blumen mehr gekriegt. Ja, dann hast du ganz einfach die falschen Verabredungen. Vielleicht, ja. Ja, wird Zeit, dass sich da was ändert. Ach, Inge, weißt du, das Leben ist so schwer. Na, jetzt übertreib mal nicht. Hm. Ach, übrigens, du, ich habe Kai getroffen, ganz zufällig beim Mittagessen. Ja, wir haben endlich miteinander gesprochen. Ja, hat er mir erzählt. Und er schien ganz schön erleichtert zu sein. Ach, ja. Ich auch. Ich kann zwar nicht vergessen, was war, aber... Ich glaube, du hast eine Kundin. Ich komme gleich. Ja. Wir reden später weiter. Ja. Ach du, ich bin froh, dass ihr euch versöhnt habt. Ja. So. Tschüss. Andrea? Ah, Luna. Hi. Ich habe euer Gespräch mitbekommen. Hast du Probleme mit Kai? Also, ich wollte jetzt nicht lauschen oder so, aber... Hast du aber. Ja, schon okay. Also, Problem ist vielleicht das falsche Wort. Sagen wir, unsere Vergangenheit hat uns eingeholt. Oh. Warum ist es bloß immer so wichtig, was früher war? Weil... Ach, vergiss es. Ich möchte nicht mehr dran denken. Hallo. Hallo. Hi. Sag mal was anderes. Hast du Lust, heute Abend mit mir essen zu gehen? Ein bisschen Ablenkung tut mir gut. Ja, klar. Die wird garantiert. Wie der Wehen. Naja, dann nimm doch lieber diese hier. Übrigens, heute Abend kommt ein ziemlich geiler Krimi in der Glotze.
Komm, Marlon. Sei ein braver Junge. Mach dich vom Acker. Hey, ich dreh doch auch ganz leise. Raus. Ich geh doch schon. Mensch, du hast dir so viel Mühe gegeben. Komm, setz dich. Sven, es tut mir leid, aber ich habe leider keine Zeit. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich muss dringend noch den Aufsatz fertig schreiben. Der muss heute noch auf die Post. Aber danach oder davor. Ach Mensch, Sven, es tut mir leid. Okay, ich esse eben schnell was mit dir und dann schreibe ich den Aufsatz fertig, ja? Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Mensch, du wolltest doch unbedingt, dass ich die Lehre weitermache, hm? Komm, füll schon mal auf, aber nicht so viel. Ich schaffe nicht so viel, ja? Bis gleich. Doch, Krimi? Raus, du Null! Hast aber keine Ahnung bekommen, ob ich das vielleicht... Oh nee, nicht schon wieder. Drei unterschiedliche Ergebnisse. Ach, komm, diktier. Ich hab keine Lust mehr. Wie ist der Krimi? Das Wichtigste hast du schon verpasst. Nichts da. Ich muss den Jahresabschluss ja auch machen. Ach, ist doch völlig egal. Ich nehme einfach zu wenig ein und gebe viel zu viel aus. Ja, wem sagst du das? Die Leute sitzen zurzeit auf ihrem Geld. Ach, da ackert man von morgens bis abends. Und was habe ich davon? Ich bin und bleib ein armer Schlucker. Oh. Völlig egal, welche von denen du nimmst. Sie sind alle schlecht. Oh. Ich dachte, du hättest dich verrechnet. Ja, aber nur in den Pfennigbeträgen. Ja, kein Wunder, wenn du jetzt mal Pfennig rechnest. Ja, meinetwegen, ein Cent ist doch egal. Ja, okay, das Problem hätten wir gelöst. Diktier. Okay, also. Ich geh ins Bett. Gute Nacht. Willst du nicht mal den Krimi zu Ende sehen? Nee. Ich weiß nicht. Ich bin müde. Gute Nacht. Kathi, könntest du einen Moment warten? Ich will noch mit dir reden. Jetzt mach hin. Hallo. Ich habe dir hier ein verspätetes Weihnachtsgeschenk gebracht für den einsamen Wolf. Oh, danke, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ja, erwartest du noch jemand? Jetzt habe ich jetzt gar nichts für dich. Schäm dich. Warte mal, warte mal. Ah, wer sagt's denn? Fröhliche, naja, was auch immer. Danke, dir auch. Ich hoffe, du hast noch mehr davon. Was willst du? Sorry, eigentlich bin ich nur auf der Suche nach meinem Feuerzeug. Ach so, ja, das ist hier, das habe ich irgendwo gesehen. Ach, Gott sei Dank. Das ist das hier? Ja, das ist es. Sandra Behrens, Carina Hoch. Hallo. Hallo. Sieht sehr eigen aus. War bestimmt teuer. Das ist ein Geschenk von meinem Chef. Oh, großzügig. Ja, er weiß eben, was er an mir hat. Ja, dann. Hat mich gefreut. Ja, mich auch. Ach, nichts für Unmut. Ja, ciao. Ciao. Neue Flamme? Mann, Raul, du hast Luna Marie in die Suchmaschine eingegeben. Mensch, Raul, was soll denn das? Langsam fange ich ja an, mir Sorgen um dich zu machen. Das ist ja fast schon Stalking. Quatsch, das hat doch damit nichts zu tun. Luna hat irgendwas zu verbergen. Ja und? Das haben wir doch alle irgendwie.
Mensch, Raul, was soll denn das? Was hast du vor? Willst du die beiden auseinanderbringen? Ich muss ins Dailies. Rico ablösen, weißt du? Mensch, Raul, hör auf. Es gibt nichts, was Luna und Carlos auseinanderbringen könnte. Das ist hart, aber ich habe es auch akzeptieren müssen. Also hör auf, dir irgendwas vorzumachen. Und? Endlich! Ey! Du bist die Beste! Oh, Gott sei Dank. Du bleib, wo du bist. Ich habe noch mehr Unterlagen. Oh, nee. Doch, ich muss nur kurz meine Unterlagen holen. Silo? Ja? Einfach zu gutmütig. Wieso? Ist es doch besser, seinen Kram zu zweit zu machen als alleine. Ja, klar. Wozu hat man Freunde? Dich zum Beispiel. Ich überlege, vor ein paar Monaten haben wir uns noch gar nicht gekannt. Und ohne dich, ich weiß nicht, wie ich das mit Kai überstanden hätte. Du hast mir zugehört, du hast mir Mut gemacht. Das ist doch ganz normal. Nein, ist es nicht. Danke. Kathi, auch wenn du noch jung bist, du bist eine echte Freundin. Danke fürs Essen. Es war voll lecker. Entschuldigung, dass ich nicht so viel Hunger hatte. Ja, ich mache mir immer nur Sorgen um dich. Ja, jetzt muss ich eben nur noch schnell den Brief einwerfen und dann bin ich meine Sorgen los. Halt! Das muss auch noch mit. Oh, super. Danke. Mensch, das war knapp. Und wenn wir gleich zu Hause sind, können wir ja noch den Rest Sekt trinken, na klar, oder? Oh, warte mal, Sven. Toni! Der Nico? Musste gehen. Wolltest du heute Morgen zu mir? Wieso? Naja, du warst doch im Fitnessstudio. Ach so, ja, ich habe nur einen Prospekt gesucht. Hättest mich doch fragen können. Kraul. Sollen wir uns jetzt unser Leben lang aus dem Weg gehen? Ich meine, die Sache mit dem Finanzamt mit Carlos, das ist ja noch mal gut gegangen jetzt. Gib mir. Ich meine, vielleicht ist das ja so eine Art Zeichen. Vielleicht ist das ja eine Chance für einen Neuanfang. Für uns drei. Trockene Haut? Aus und vorbei. Das ist zu Ende. Kein Thema mehr. Freuen Sie sich jetzt über das Ende trockener Haut. Mit der besten Nivea Body Milk, die es je gab. Jetzt angereichert mit Mineralien. Neu, Nivea Body Milk, das Ende trockener Haut. Carina, ich will Luna nichts Böses. Ich muss es nur wissen, verstehst du? Ich muss es wissen. Es kostet aber extra. Der wilde Mann bleibt offen. Ich schmeiß meine Lehre. Ich kann einfach nicht mehr. Wie bitte?